Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn man sich das so angehört hat, was wir uns eben anhören müssten, da könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass es kein Wunder ist, dass bei der AfD kein Interesse an Brandschutz besteht, bei den Brandreden, die da zum Teil von rechts außen auf allen Ebenen gehalten werden. Aber das ist vielleicht noch einmal ein anderes Thema. Ansonsten lohnt es sich gar nicht weiter, sich mit Ihrem Beitrag zu befassen. Und, Frau Kollegin Förster-Heldmann, Sie müssen mir schon die Bemerkung gestatten, wenn ich Ihre Reden so höre, die ja auch nicht immer einen größeren Neuigkeitswert beinhalten, dann würde ich mir manchmal wünschen, dass es nach Debatten bei Ihnen öfter mal klingelt. Also ich vermisse nicht zu wenig Klingeln, sondern ich würde mir mehr Klingeln wünschen. Jetzt haben wir ja nicht zum Ersten, ist ja keine große Schärfe, das werden wir schon noch vertragen hier miteinander. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir über die Neuregelung der Hessischen Bauordnung und über die Einführung der Typengenehmigung hier miteinander im Plenum diskutieren. Und da finde ich, Frau Kollegin Förster-Heldmann, wenn Sie bei der Typengenehmigung von einem feinen, kleinen Handwerkszeug sprechen, dann frage ich mich doch, ob Sie eine andere Anhörung wahrgenommen habe als viele andere, weil in der Anhörung eindeutig herausgekommen ist, dass die Hoffnungen, die in die Typengenehmigung gesteckt werden, nicht besonders groß sind. Da will ich auch gleich noch einiges zu sagen. Aber sei es drum, machen Sie sich keine Sorgen. Ich will jetzt auch keine große staatstragende Rede halten. Ich will aber dann doch noch einmal deutlich machen, dass wir von Beginn an gesagt haben, man kann das machen mit der Typengenehmigung. Einer solchen Einführung steht nichts Grundsätzliches im Wege. Allerdings wichtig ist uns, keine Kompromisse bei Sicherheit, bei Brandschutz, bei sozialökologischer Erneuerung und dann eben vor allem auch bei Barrierefreiheit. Das hat jetzt noch keine so große Rolle hier leider gespielt. Und jetzt sieht man, dass in dem Gesetzentwurf, und so wurde das in der Anhörung auch deutlich, das haben wir anders wahrgenommen als der Kollege Kasseckert, dass es bei der Anerkennung von außerhessischen Typengenehmigungen durchaus Gefahren gibt, auf die in der Anhörung auch vereinzelt hingewiesen wurde. Es wurde gewarnt vor einem Konkurrenzkampf um niedrigste Standards. Und ich finde, hier müssen wir alle miteinander wachsam sein, dass nicht durch die Hintertür eine Nivellierung nach unten stattfindet. Doch auch wenn Sie diese Befürchtungen, und das ist ja in den Reden deutlich geworden, letztlich nicht teilen und sich diese Befürchtungen auch nicht bewahrheiten, bleibt ein anderes zentrales Problem, das ich in Replik auf die Kollegin Förster-Heldmann gerade schon angesprochen habe. Die Einführung dieser Typengenehmigung leistet überhaupt keinen wesentlichen Beitrag zu den zentralen wohnungspolitischen Aufgaben unserer Zeit, nämlich dem Kampf für mehr bezahlbarer Wohnraum. Dass wir mit dieser Einschätzung richtig liegen, hat die Anhörung sehr, sehr deutlich gezeigt. Und der Kollege Lenders hat gesagt, die Typengenehmigung, die wird die Welt nicht aus den Angeln heben. Ja, das ist wohl richtig. Und das ist auch das Problem. Weil um die Misere auf dem Wohnungsmarkt zu lösen, müsste man schon einiges aus den Angeln heben. Und da ist auch die Typengenehmigung kein Mosaikstein, sondern maximal ein Mosaiksteinchen. Denn es war, und das zeigt die Anhörung, nicht nur wir als Linke, sondern es waren die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, der Architekten und der Stadtplaner und zum Teil sogar die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft selber, die große Zweifel hat, ob die Typengenehmigung tatsächlich zu einem schnelleren und kostengünstigeren Wohnungsbau führt. Und die Neuregelung betrifft in Wirklichkeit nur ein sehr kleines Segment des Wohnungsbaus, in dem noch dazu überwiegend Großunternehmen tätig sind. Für die überwiegende Mehrzahl der Wohnungsbauprojekte in Hessen wird sich gar nichts ändern. Keine Beschleunigung, keine Kostenersparnis und nichts dergleichen. Und sonst ist es ja so, dass Sie die Stimmen aus der Immobilienwirtschaft ja immer sehr, sehr ernst nehmen. Dann müsste doch, und das richte ich jetzt an die Kolleginnen und Kollegen von CDU, Grünen und FDP, dieses Ergebnis aus der Anhörung doch auch ein Stück weit zu denken geben. Nicht überzeugend, das ist hier auch schon angesprochen, finden wir den Hinweis aus den Reihen der Architekten, durch serielles Bauen sei eine Wiederkehr des Plattenbaus zu befürchten. Und Kollege Lenders hat es ja auch angesprochen, hat selber gesagt, davor braucht keiner Angst zu haben. Das, glaube ich, ist auch richtig, zumal ich diesen Vorwurf zugegebenermaßen etwas skurril finde, wenn ich dabei an die ästhetisch nicht besonders ansprechende
zuweilen auch einfallslose und langweilige Investoren- und Bankenarchitektur in der Metropole Frankfurt am Main denke. Es gibt ja Gründe, ich glaube, es gibt Gründe, warum die Karl-Marx-Allee und das Hansaviertel in Berlin im Gespräch sind, UNESCO-Weltkulturerbe zu werden und nicht das Europaviertel in Frankfurt am Main. Also die Sorge sozusagen um Plattenbau, die braucht sich da niemand machen. Unabhängig jetzt von diesen Details der Fachdebatte, der Ansatz, mit der Sie die Neuregelung der Hessischen Bauordnung begründen, der bleibt ja, und da sind sich viele Fraktionen hier einig, vor allem Bauen, Bauen, Bauen ist das Mittel der Wahl, um die Wohnungsfrage zu lösen. Wir sind da anderer Meinung, uns überzeugt das nicht. Wir glauben, man muss anfangen, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die Bodenspekulation vorzugehen. Wir wollen ein wirklich umfassendes Programm für den sozialen Wohnungsbau in öffentlicher Hand. Und wir brauchen endlich ernstzunehmende Maßnahmen in Sachen Mieterschutz. Und solange man diese Maßnahmen nicht ergreift, können Sie an der einen oder anderen Stelle an der Hessischen Bauordnung herumdoktern. Sie können mit kleineren Maßnahmen an der Hessischen Bauordnung herumdoktern. Den Menschen in den Städten in Hessen wird das nicht viel helfen, vor allem den Menschen, die täglich mit Mietenwahnsinn und die mit Verdrängung zu kämpfen haben. Und da habe ich dieser Debatte sehr genau zugehört. Und es ist sehr viel über die Sorgen gesprochen worden, Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf die Bau- und auf die Immobilienwirtschaft. Auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lage der Mieterinnen und Mieter, die mit Einkommensausfällen, die mit Arbeitsplatzverlusten zu kämpfen haben, das ist viel zu wenig zur Sprache gekommen. Und die Zahl derjenigen, die die Miete sich nicht mehr leisten können, die wird in der Krise noch dramatisch anwachsen. Und deswegen müssen wir uns diesen Problemen widmen. Und ich will an der Stelle, Frau Kollegin Förster-Heldmann, noch einmal daran erinnern, wir haben ja gar nicht so lange her, in der letzten Plenarwoche, die ist ja nicht so lange her, ja auch über den Mietendeckel noch einmal diskutiert, auch auf Antrag der SPD-Fraktion. Und aus unserer Sicht hat es ja auch das ganze Elend hier der hessischen Wohnungspolitik, der schwarz-grünen Wohnungspolitik ja noch einmal gezeigt. Statt in Zeiten von Corona die soziale Lage der Mieterinnen und Mieter in den Fokus zu nehmen, haben sich damals CDU, Grüne und auch die FDP einen Überbietungswettbewerb darin geleistet, wer die Interessen der Immobilienwirtschaft letztlich am besten voranbringt. Ganz unter dem Motto, wenn es der Immobilienwirtschaft gut geht, dann geht es auch den Mieterinnen und Mietern gut. Ich glaube, dass diese Herangehensweise ein Trugschluss ist. Und wenn man bei der Nassauischen Heimstätte aktuell die Mieten nicht erhöht, was wir richtig finden, dann sollte man das, was man bei der Nassauischen Heimstätte gut und richtig findet, auch endlich für die gesamte Wohnungswirtschaft festschreiben und endlich auch von den privaten Wohnungsvermietern verlassen in Form eines Mietendeckels. Also, wir brauchen statt ein Blick auf die Interessen der Wohnungswirtschaft, vor allem ein Blick auf eine gerechte Verteilung der Krisenkosten. Wir müssen eine Politik machen, die im Interesse der vielen Mieterinnen und Mieter in diesem Land ist, mit geringem und mittlerem Einkommen, die in Zukunft wahrscheinlich eher mehr Geld für die Miete ausgeben müssen, Geld, das im Moment in Zeiten der Corona-Pandemie immer knapper wird. Sie kennen alle die Zahlen über den Rückgang in der Wirtschaft, über Entlassungen, Mietausfälle. Und Sie kennen vielleicht auch die Zahlen, wie die Lage denn von großen Wohnungsunternehmen ist, wie Vonovia und Deutsche Wohnen. Die sind nur ein Teil des Wohnungsmarkts, das ist völlig klar, aber die in dieser Situation tatsächlich noch Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Und ich glaube, da müssten wir eigentlich ansetzen, wenn wir eine sozial orientierte Wohnungspolitik hinbekommen wollen. Und stattdessen diskutieren wir über kleine Reformchen in der Hessischen Bauordnung. Die kann man machen. Sie lösen aber die grundsätzlichen Probleme am hessischen Wohnungsmarkt nicht. Da brauchen wir ganz andere Maßnahmen. Und über die müssen wir endlich wieder dringend diskutieren.